So, Grüße. Die letzte Folge war eine Laberfolge. Ich habe es tatsächlich geschafft, 20 Minuten mit niemandem irgendwas zu machen. Aber dafür kommen wir jetzt mit den letzten, mit Admiral Kos reden wir nochmal. Und der übrigens gleich zwei Frauen dran hat, die absolut identisch aussehen, auch nicht schlecht. Und dann können wir hoffentlich immer mal losstürmen und hier irgendwie ein paar Gäste kaputt schießen. Das dauert ja viel zu lange, aber Laber muss sein. Angesichts ihrer Fähigkeiten, eine Zuhörerschaft zu manipulieren, Mensch, habe ich Tully einen Gefallen getan, indem ich Vasnima von ihrem Namen entfernt habe. Commander Shepard, das ist Admiral Sal-Corus Vasquip-Quip. Quip, quip. Fragen Sie nicht nach dem Namen. Mir macht die Sache keinen Spaß, Tully, wirklich nicht. Aber Sie haben unsere Flotte schwer gefährdet und entehrt. Quip, quip. Sorry. Lamborschiff? Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nur, dass es besser gewesen wäre, sie zu zerstören. Maul will ich nicht hören. Wenn wir dort Beweise für die Aktivitäten von Tully und ihrem Vater finden, wird es unmöglich sein, die anderen Admirale zu überzeugen. Jo, schade, wa? Ich habe keine aktiven Geth auf die Alarai gebracht, Admiral. Ich weiß, wie gefährlich das wäre. Es waren nur Einzelteile. Das eroberte Schiff. Seine Crew hingemordet von lebenden Wesen. Voller Schmerz. Straft sie Lügen, Talisora. Also jetzt, Maul, Gott, Schiffsname. Okay. Loco. Haben Sie ein Schiff namens Crip Crip? Oh, jetzt geht's los. Unser Volk hat in schwierigen Zeiten auch mal gebrauchte Schiffe von anderen Kulturen gekauft. Und hin und wieder sind beim Ändern der Registrierung Schwierigkeiten aufgetreten. Die Bürger der Schiffe mit fremdartigen Namen haben dieses Stigma mit Würde und Ehre ertragen. Wenn es Sie stört, sollten Sie sich vielleicht ein anderes Schiff suchen. Ich habe bisweilen erwogen, mich versetzen zu lassen. Bisweilen? Auf ein Schiff mit einem respektablen Namen, wie Defense oder Ictomy. Aber ich bin stolz auf die Quip Quip und werde sie wegen lächerlicher Beleidigungen nicht verlassen. Quip Quip! Also eigentlich müsste es ja nur für menschliche Ohren sich so witzig anhören. Ich meine, die sprechen hier ja eigentlich kein Englisch, sondern die sprechen hier auf so ein komisches Interkosmo. So heißt das auch wieder bei Perry Roden. Ich beziehe mich öfter mal gerne auf Perry Roden, weil ich das aktuell gerade lese, die Uralt-Romane. Falls irgendjemand interessiert, wer Perry Roden kennt, ich bin gerade bei den Schwarmzyklus. Ziemlich in der Mitte, glaube ich. Warum hat er was gegen Kaa Tali? Er wird ihm hundertprozentig sagen, ich habe nichts gegen Tali, mir geht es nur ums Prinzip und bla und kaputt machen und doof. Wetten, das kommt jetzt? Was genau ist eigentlich Ihr Problem mit meinem Crewmitglied, Admiral? Ich respektiere Tully sehr. Ihre Aktion gegen Saren verlangt große Anerkennung. Aber wie Ihr Vater ist sie nur an der Zerstörung der Geth interessiert. Jene Wesen, die wir geschaffen haben und denen wir Unrecht getan haben. Was? Die Geth haben uns von unserer Heimatwelt vertrieben. Voll Idiot. Natürlich haben sie das. Nachdem wir versucht haben, sie auszulöschen. Na gut, dann noch den letzten Punkt. Sie und die anderen Admirale scheinen uneins zu sein, was Talis Prozess angeht. Das ist richtig. Tully, ich entschuldige mich, dass Ihr Verfahren von so etwas beeinflusst wird. Die anderen Admirale wollen Krieg. Ryal Zora war mit der Entwicklung neuer Waffen für den Kampf gegen die Geth befasst. Lieber sehen Sie zu, wie unsere Flotte im Himmel über der Heimatwelt aufgerieben wird, statt eine neue Kolonie zu gründen und sich anzupassen. Ja, wie gesagt, anpassen ist ja, frage ich mich immer noch, bevorzugen Sie Frieden? Können die Quarianer nach allem, was passiert ist, mit den Geth koexistieren? Ich weiß es nicht. Aber wir verdienen eine Antwort auf diese Frage. Sie sind unsere Kinder, Shepard. Wir haben einander Schreckliches angetan. Aber das muss ein Ende haben. Für beide Seiten. Deshalb kann ich die Experimente nicht gutheißen, bei deren Durchführung Sie geholfen haben, Talisora. Das muss allen klar gemacht werden. Ich verstehe, Admiral. Ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich verstehe. Klasse und tschüss. Wir sollten weitergehen. 4 Minuten brauche ich dafür. Wohl, Talisora. Alles Gute. Gott. Es überrascht mich, dass Sie das sagen. Ich hasse Sie nicht, Tully. Ich halte nur die Kriegspläne Ihres Vaters für falsch. Kennt ihr die Geschütztürme aus Portal? Ich hasse dich nicht. So hört er sich auch an. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Tür hier. Gut. Trotzdem. Ja, das erscheint mir irgendwie nicht sicher zu sein. Also das ist ein ganz komisches Frachtsystem hier. Laufen wir überhaupt richtig? Ich laufe hier einfach um welche Dinge lang, ohne so richtig zu wissen, wo ich... Klar, ich könnte auf die Karte gucken, aber da ich sowieso nur einen Weg gibt. Schön sieht's hier aus. Loyalität zur Flotte bedeutet mehr als nur das Beseitigen von Geth. Talisora ist schuldig. Klasse. Ist das hier eigentlich... Ach, das ist wahrscheinlich so ein Paketband, oder? Wer seid ihr noch? Möchtet ihr vielleicht Talisora noch was sehen? Talisora hat zwar einen Menschen als Captain, aber der ist wenigstens wortgewandt. Juhu! Wortgewandtheit! Plus eins! Zora, ja, das hatten wir schon. Hallo, Shuttlewache. Talisora Vasnima. Oh, Verzeihung. Ich meinte, was Normandy? Schon gut. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung. Auf Befehl von Admiral Rahn
steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard, was Normandy, zur Verfügung. Wissen Sie, was dort los ist? Können Sie uns sagen, was uns auf der Alarai erwartet? Ich fürchte, da bin ich schlecht informiert. Den ersten Angriff haben nur wenige Marines überlebt. Warum? Aber sie haben von großen Angriffswellen von Geth gesprochen. Viel mehr als dort hätten sein dürfen. Es hätten dort gar keine sein dürfen. Richtig. Ich meinte, dass sie befürchten, die Geth würden mit den Einzelteilen auf der Alarai mehr von den ihren zusammenbauen oder reparieren. Klasse. Fliegen wir zur Alarai. Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth, Palizora. Killer Selai. Das muss ich die alle wieder pinsch zerlegen. Das macht ja gar keinen Spaß. Das ist nämlich das große Problem an Gästen. Die muss man alle zerschießen und aufpassen, dass man wirklich keinen vergisst. Das ist fast genauso schön wie die Replikatoren in Stargate. Wenn sich daran erinnert. Die ersten Dinge war gut. Oh, guck mal, tote Leute. Man, die sind sehr schnell. Warte mal, ach ja, genau. Ich habe meine Schnellfeuerknifte. Ich denke mal, die wird hier. Gott, das ist ein Farbkontrast hier. So, Tali hat die Schrotflinte in der Hand. Okay, das ist. Gott, ich bin gerade der Maus ausrutscht. Sie war voll? 50 Schuss hat die nur gehabt? Na gut. Oh, das ist ja einfach. Ja, erstmal eine Kampfdrohne können wir immer raushauen. Gasschütze. Ja, genau, also diese Fähigkeit ist so gelohnt. Wie ich einfach mal ein komplettes Magazin raushauen kann. Oh, verdammt, ein Gasschütze. So, okay, hau den bitte weg, Samara. Danke. Und ich mach's lieber mit der Fähigkeit. Die Fähigkeit trifft wenigstens. Also, das Rumwerfen, das funktioniert echt nur auf offener Straße. Oh. Warum ist denn der Gäste hier unsichtbar? Ey, Gott sei Dank habe ich dieses Schild zerlegen. Die Schild zerlegen. Warte mal, kann. Was ist der denn? Hat Tali nicht eigentlich so eine komische. Ah, die hat keine Cooldowns. Na gut, nochmal so. Aber gut, dass ich hier. Gut, dass ich hier auf jeden Fall ordentlich Biotiken mitgenommen habe. So, guck mal, sie kann doch genau. Sie kann doch KI-Hacken machen. Das soll sie aber direkt machen. Verdammt, ich muss da nicht mitnehmen. Ja, die haben ja wirklich gar keine Schilde. Die gehen ja so. Die gehen ja instant kaputt. So, wir haben einen Guest übernommen. Nur mal so nebenbei. So, der wird sicherlich einen guten Sinn erfüllen. Der macht das schon. Schließlich hat er ja ein Schild. Ja, Medikit mit dem. Oh, mein Gott, wer seid ihr denn alle? Warte mal, nee, der dahinter. Ach, der hat ein Schild. Okay, und tot. Ja, das hat, der ist natürlich nicht tot. Na gut, dann machen wir so und so und. Warum sind die hier eigentlich unsichtbar? Seit wann können die unsichtbar sein? Das ist also durchsichtig. Das sind ja nur getarnt, aber trotzdem. Guck mal, ein Laptop. Zugriff. 1500 Credits. Quarry Analog. Irgendetwas verlangsamt die Systeme. Wir schalten die Firewalls ab, um die Leistungsverteilung neu einzustellen. Ryle Sora hat befohlen, wir sollen die Standardsicherheitssysteme umgehen. Es würde sonst zu lange dauern. Laptop? Hey, Geld. Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Oder in diesem Fall das Universum. Energiezellen, jawohl. Also das heißt, ich brauche mal wieder schwere Munition, weil wir wahrscheinlich am Ende so ein dummer. Oh, ich kann reden. Reparaturdrohne? Achso, ich muss da erst reingehen. Ich kann dann wahrscheinlich, darf ich am Ende gegen so einen komischen Guest Call auskämpfen. Das sehe ich jetzt schon. Terminal hacken. Ach, hacken ist ja so einfach. Ich meine immer noch, das war ein Mass Effect anspruchsvoller, auch wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, wie das damals aussah. Ist echt lange her, Mass Effect 1. Ich habe Mass Effect 1 auch gar nicht mehr. Ich glaube, die CD liegt irgendwo zerkratzt in der Ecke rum. Das war ja noch zu der Zeit, wo man noch so ohne Online-Zeugs hatte. Und vor allen Dingen. Ich weiß gar nicht, hatte Mass Effect 1 hatte, glaube ich, auch nicht mal eine Online-Authentifizierung, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass ich damals noch kein Internet hatte. Also, Reparaturdrohne? Klasse. Das ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Vater? Nicht der Vater oder mein Vater? Vater. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Erzähl mal was. Was musste ein Teil haben, damit sie es ihrem Vater geschickt haben? Es musste funktionsfähig sein. Etwas, das man analysieren und in andere Technologien integrieren kann. Das erschien hier nicht verdächtig? Etwas Neues hatte Priorität. Ansonsten jede Technologie, die die Geth selbst entwickelt hat. Zeichen für Modifizierungen, Hinweise auf ihre Denkstrukturen. Transportmittel, ja, wie sind diese riesen Dinger von A nach B gekommen? Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Vater gebracht? Kurier? Manchmal habe ich Pakete an sicheren Plätzen in zivilisierten Gegenden hinterlassen. Jemand auf Pilgerreise hat dann dafür gesorgt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen. Ich habe übrigens neulich realisiert, dass es auch in der heutigen Welt noch Kuriere gibt. Also Leute, die was von A nach B schicken. Das brauchen scheinbar Firmen, wenn wir was herstellen und das muss ganz schnell von A nach B und muss geliefert werden. Sind scheiße teuer, so Kuriere. Also das gibt's auch noch. Bergung auf Haystrom? Haystrom war Kriegsgebiet. Wie
konnten sie in dem Chaos noch Einzelteile bergen? Genau. Diese Anzüge haben mehr Taschen als... Was? Wir Quarianer haben gelernt, alles zu bergen, wann und wo es notwendig ist. In vernünftigem Rahmen natürlich. Wir sind ja keine Watcher. Aber wir reparieren, was die meisten anderen wegwerfen würden. Hunderte von Schiffen in unserer Flotte waren eigentlich Wracks, die wir im Weltraum treibend gefunden oder für fast nichts gekauft haben. Ah ja. Taschen? Also der Anzug da sieht fast hauteng aus, also... Sind? Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nope. Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hat? Ach, guck mal, da oben liegt der Quarianer, Mensch, der sieht ein bisschen ausgegast aus. Wo muss ich denn lang? Was sagt die Karte zu dem Thema? Ah ja, okay, alles klar. Quarianer-Log. Wer lässt gerade die Systemdiagnose laufen? Ich hab das nicht genehmigt. Oh, Kila, wie viele Gäste sind vernetzt? Alle. Brahe, Sora. Runterfahren, alles runterfahren. Sie sind im System. Was? Das gibt ja schon mal einen klitzekleinen Hinweis auf Evente, was vorgefallen ist. Monitor hacken? Bringt mir denn bitte schön den Monitor zu? Ach, ich mach's einfach. Ich frage eigentlich gar nicht, was es mir bringt, welche Monitor zu hacken. Wahrscheinlich Kameraüberwachung, würde ich mal stark vermuten. Grün, ich brauche grün. Wo ist denn hier grün? Grün kommt nicht, oder? Doch, da. Hauptsache, ich compile den Code, ist klar. So, sehe ich jetzt. Yes, Schildstärke. Mensch, Schild. Ich wollte schon immer mal Schilder haben. Schilde klingt doch gut, so. Wo bleibt denn hier der Feind? Ich meine, am Anfang sind hier so viele reingestürmt. Jetzt kommt... Mal die... Wo denn? Ach, da! Und tschüss. Der lebt noch. Nicht mehr. Das ist gut an Shepards Fähigkeiten. Ich habe absolut gar keine Cooldowns mehr. Ich kann quasi Dauerfeuer machen. Noch mehr Laptop. Ob die Quarianer das so richtig geil finden? Also, na gut, die stört es wahrscheinlich nicht mehr, aber ich meine, die anderen, so auf den anderen Schiff, dass ich hier alle Laptops hacke, die ich so finde und das ganze Geld mitnehme. Ich meine, man könnte davon ausgehen, dass ich Erfolg habe. Ich muss. Wir haben die Navigation runtergefahren. Genau wie die Waffensysteme. Unser Fehler wird die Flotte nicht gefährden. Wir schweißen die Tür auf. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Fiona, wenn du das siehst, sei stark. Die hat noch geredet, wo sie quasi schon tot war. Na gut. Dann ist die Gelegenheit der günstigen Wand-Safe zu... Ach, das ist so ein Hacken wieder. Das Hacken ist noch schlimmer als das andere, weil ich kann mir doch nichts merken, weil ich nehme ja meistens wieder auf, wenn ich müde bin. Das ist dann wahrscheinlich auch irgendwie das Kommentar. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie ich kommentieren würde, wenn ich einmal im Leben wach wäre. Wo war denn hier? Das wird jetzt echt mal knapp, sehe ich hier gerade. Obwohl doch nicht. Also, daran sieht man halt, ich bin hier andauernd am Labern, habe gerade alle Dinger mindestens dreimal abgecheckt und habe trotzdem das Ding noch geschafft ohne Probleme. Also, da sieht man, wie leicht das ist. Also mal ohne Witz jetzt. Oh, das zieht hier irgendwie nach. Ach, verdammt. Warte mal, den da. Hauen wir erstmal mit der Fähigkeit weg. Kampfdrohne und... warte mal, war hier nicht noch ein Weiner? Genau, der da. Hallo, ich würde gerne in Deckung gehen. So, damit ist der denn wohl auch hinüber. Hä, wo ist der hin? Genau! Nein! Jetzt haben die um die Ecke geschossen. Ich krieg so viel. Ich dachte gerade, ich bin hier gerade mit nichts weggekommen. Dann schießen die Idioten so treffsich um die Ecke da. Ja, klicken sie, um den scheinbar einen riskanten Zug macht. Einen riskanten Zug, um nicht zu sagen, irgendwelche Leute aus dem Treppenflur runterschmeißen. Weil nämlich das letzte Mal, als ich die linke Maustaste gedrückt habe. Ach, das war toll. So. Wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ich muss so. Und tschüss. Arme die Ewigkeit. Treffer erzielt. Ja. Also so Einzelgegner sind ja gar kein Problem. Vor allen Dingen, wenn ich die Schilde hier mit der Knifte hier knacken kann. Da geht das ja sowas von easy. So, dieses Farianer-Log klicke ich trotzdem an. Ach, ich hätte das sogar parallel hören können. Eventuell treffe ich gleich noch einen Quarianer, den ich da Bescheid sagen kann. So.
Team voraus. So, diesmal sind noch alle hinüber. So. Das da, du haust die bitte mit werfen. Und du hackst. Naja, den da zu hacken macht eigentlich nicht so viel Sinn, aber trotzdem mach einfach. Okay, der ist, glaube ich. Haha, mein Übernommener macht jetzt auf jeden Fall schon mal Ärger. Ich glaube, der da hinten lebt, oder? Naja, nicht mehr lange. Aber ich meine, wofür hab ich denn bitte schon eine Schnellfeuerknifte, wenn ich die für sowas nicht benutzen kann? Dein Leben. Oh, verdammt, da hinten ist einer mit Schild. Ist ja unpraktisch. Ja, das Dauerfeuer ungeheuer funktioniert auf der Gruppe. Ja, da ist ja noch einer. Brauche ich jetzt den auch mal die Fähigkeit? Warte mal, achso, die hat gerade. Dann hacken wir bitte da hinten. Ich meine, den da zu hacken macht auch keinen Sinn mehr. Den könnte ich jetzt noch sammeln. Es ist so immer, wie oft ich die Fähigkeit einfach nur einsetzen kann. Das ist. Ach, das ist ja meiner. Ups. So, ist das da meiner? Ich weiß es nicht. Ja, egal, ich mache einfach beide alle. Oh, das war die falsche Fähigkeit. Ich drücke mal die 3, aber. Also mal ohne Witz. Ich kann. Es treffen die 20 verschiedene Feinde in der Luft mit dem Zeug. Ich kann das so oft raushauen. Ich kann es. Wenn ich noch ein bisschen weniger Abklingzeit auf meine Fähigkeiten hätte, könnte ich quasi Dauerfeuer, also wirklich Dauerfeuer machen, so schnell wie mit der Knifte, die ich in der Hand halte. So, warte mal, C, mir folgen. Warte, muss ich den jetzt schon wieder lang? Was sagt die Karte zum Thema? Jawohl, denke ich. Ach nee, durch die Tür kann ich gar nicht. Nerk. Ich wäre so gerne durch diese Tür gegangen. Was haben wir hier noch schön? Das ist ein Bandsafe. Nehme ich mit. Bandsafe sind zum Mitnehmen gedacht. Ich meine, diese komischen Kombinationsrätsel werden auch immer einfacher, je mehr man hat. Dann muss man. Das ist wahrscheinlich das da, glaube ich. Ja, genau, das da. Das ist genau wie früher beim Memory-Spielen. Das war auch mal einfach. Also, das ist. Na, egal. Da gab es doch die Talirin? Bandkonsole? Was sehen wir denn jetzt hier Schönes? Vielleicht finden wir was in dieser Konsole. Die meisten Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig. Was ist denn das für ein System, wo die meisten Daten beschädigt sein können, aber noch voller Zugriff besteht? Was ist da denn los? Ja gut, obwohl das geht mit einem richtigen Serverzentrum auf, wenn das richtig die Menge Festplatten sind, die Hälfte kaputt ist. Systemexperimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Und? Hat nicht so gut geklappt, wa? Halten Sie die Waffentests an den Geth für richtig? Es werden ja keine Waffen an Gefangenen getestet, Shepard. Ich habe Vater nur Einzelteile geschickt. Selbst wenn er sie zusammenbaut, haben sie noch kein Bewusstsein. Sie haben gesehen, was Saren und Sovereign mit den Geth gemacht haben. Jede Forschung, die uns einen Vorteil verschafft, ist wichtig. Wussten Sie das? Wussten Sie, was für Tests Ihr Vater durchgeführt hat? Nein, Vater sagte nur, ich soll ihm jedes Teil der Geth schicken, das ich in die Finger bekomme und das keine Gefahr für die Flotte darstellt. Ich hatte zwar den Verdacht, dass er Waffen testet, aber ich dachte, es ginge nur um neue Methoden zur Überwindung von Schilden oder Panzerung. Da habe ich natürlich noch gar nicht gedacht, dass die Geth natürlich, da ich das ja wirklich künstliche Intelligenz sind, dass man da wirklich in irgendwelche lustigen ethischen Quille reinkommt, wenn man da Waffentests dran macht. Das habe ich jetzt irgendwie kurz ausgeblendet. Na ja, was Brauchbares? Könnten diese Daten Ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ich verstehe nicht alles davon. Aha. Sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin. Aber wenn es stimmt, dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Klasse. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Ja, in Ernst ist keine gute Idee. Vielleicht sollte Ihr Volk sich von der Idee lösen, den Geth ihre Welt wieder wegzunehmen. Sie wissen ja nicht, wie das ist. Sie haben einen Planeten, zu dem Sie zurückkehren. Noch. Mein Zuhause lässt sich durch einen gezielten Angriff auslöschen. Ja, das ist bei Planeten nicht anders. Man muss nur eine größere Waffe nehmen. Ich erinnere an die lustige, komische Riesenmasseneffektkanone, die einen riesigen Krater auf dem Planeten gemacht hat, beim Versuch, einen Reaper zu treffen. Trotzdem hier zu Hause. Sie haben einen Platz, wo Sie hingehören, Tali. Geben Sie das nicht für einen unnötigen Krieg auf. Unnötig? Shepard, ich sterbe, wenn ich in meiner eigenen Heimat keinen Helm trage. Ein einziger Kuss und ich lande im Krankenhaus. Jedes Mal, wenn Sie mit bloßen Fingern eine Blume berühren oder ohne Luftfilter Ihren Duft genießen, tun Sie etwas, das mir verwehrt ist. Die Pilgerreise soll verdammt sein. Ohne Sie hätte ich nie erfahren, was mir entgangen ist. Was wir verloren haben, als uns unsere Heimatwelt genommen wurde. Andere Welt! Haben die Quarianer erwogen, eine neue Welt zu kolonisieren?
Wir hätten schon genug Schwierigkeiten, uns in unserer eigenen Welt zu akklimatisieren. Bei einer Kolonie auf einer fremden Welt wäre das noch viel schwieriger. Wir reden hier von 60 Jahren oder eben 600. Damit die jetzt Lebenden einen Sonnenuntergang ohne Maske genießen können, müssen wir unsere eigene Heimat zurückerobern. Zumindest ein Schiff können wir zurückerobern. Gehen wir. Terraforming. Das kann mir doch keiner erzählen, dass es hier noch keiner kann oder zumindest versucht hat. Mann.